Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr habt einen Titel gelesen, es geht um dieses Video Eine Nacht im Wald schlafen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, Link ist in der Beschreibung und auch hier nochmal in der Infokarte verlinkt. Schaut es euch zuerst an, sonst macht es keinen Sinn, das Video hier zu schauen. Um was geht es in diesem Video hier? Und zwar habe ich eine Anfrage bekommen von einem anderen YouTuber. Der eröffnet jetzt auch seinen eigenen Kanal, lädt sein erstes Video hoch. Und er hat gesagt, ey, die Community hat bestimmt einige Fragen zu dem Video Eine Nacht im Wald schlafen, und er selber hatte auch einige Fragen dazu, die ihn interessiert hatten, und da hat er sich gedacht, okay, hier, wir können doch ein Interview drehen, und das wollten wir dann umsetzen. Das Problem ist, er wohnt in Hamburg, ich wohne im Saarland. Das ist eine Entfernung von 600, 700 Kilometer und eine lange Fahrzeit, und von daher mussten wir das irgendwie jetzt anders geregelt bekommen vom Schnitt her. Er hat sein Video gedreht mit den Fragen, ich habe mein Video gedreht mit den Antworten. Das Ganze schneide ich jetzt irgendwie zusammen, dass das Ganze funktioniert und gut bei euch ankommt. Der Kanal heißt Joshwin und Link findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Ich weiß noch nicht, ob er sein erstes Video hochgeladen hat, aber der Kanal habe ich euch auf jeden Fall verlinkt. Und ich würde sagen, er stellt sich jetzt erstmal vor. Jo, was geht? Ihr fragt euch jetzt bestimmt alle, was macht der hier? Ja, mein Name ist Josh und ich bin heute zu Gast auf dem Kanal der Pandera Bros. Ihr kennt doch bestimmt alle das Video von Pascal, wo er komplett alleine eine ganze Nacht ohne alles im Wald übernachtet. Also ich habe dieses Video mega gefeiert und habe riesen Respekt, dass er es durchgezogen hat. Und dann haben wir uns gedacht, hey, es wäre doch ganz cool, wenn ich ihm ein paar Fragen dazu stelle. Und genau das machen wir. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Was ist deine erste Frage? Und zwar würde mich als erstes interessieren, was hat dich dazu bewogen, diese Challenge zu machen? Du hast ja in deinem Video gesagt, das war schon länger dein Plan und auch dein Ziel, mal so ein Video zu machen. Aber ich würde sagen, es gibt ja so viele andere Leute, die würden einfach sagen, nee, das würden wir niemals machen, viel zu dunkel, viel zu kalt, auf keinen Fall. Aber was hat dich dazu bewogen, das durchzuziehen? Okay, also wie du schon gesagt hast, es war schon immer eine Herausforderung, die ich schaffen wollte. Und das war auch so ein bisschen mein Antrieb und meine Motivation, zu sagen, okay, kann ich das Ganze meistern? Kann ich das schaffen, eine Nacht im Wald zu verbringen, ohne Essen mitzuholen, ohne Trinken mitzuholen? Und dann habe ich in dem Video gesehen, okay, ja, es hat funktioniert. Und zudem, dass ich das Ganze in meinem Privatleben quasi geschafft habe, ein Häkchen hinten dran machen kann und später auch noch davon erzählen kann, habe ich dann auch noch ein YouTube-Video davon gedreht, um einfach diese Erinnerungen festzuhalten und das Ganze auch mit der Community zu teilen. Aber zum größten Teil auch einfach, dass ich später hingehen kann und mir das Ganze nochmal anschauen kann. Und dann kann ich von mir behaupten, das war eine krasse Zeit. Ja, nice, Mann. Und du hattest ja auch zwei Kameramänner dabei. Wie war es denn mit denen? Hatten die auch so Bock drauf oder musstest du die richtig krass überreden? Naja, ich sag mal, generell waren es mehr als zwei Personen. Morgens waren welche da, abends waren welche da, über die Zeit, die sich immer abgewechselt haben zum Drehen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, die Kameramänner hatten auf jeden Fall auch Bock, das Ganze durchzuziehen, das Ganze zu machen. Sind aber letztendlich am Abend gegangen, um dann nach Hause zu gehen, während ich dann alleine im Wald geschlafen habe. Trotzdem, ich habe nur einmal angefragt und die haben direkt gesagt, ja klar, sind wir dabei, wir wollen das mit durchziehen, wir wollen auch im Wald was essen oder was suchen, helfen, den Unterschlupf bauen, und ich musste die gar nicht überreden. Also da nochmal Respekt an die Freunde, die da dabei waren, das mit mir durchgezogen haben. Ein fettes Dankeschön an euch, und jetzt kommt die nächste Frage. Wer deine Snapchat-Stories verfolgt hat, hat gesehen, dass du ungefähr gegen Mittag eine Libelle gefangen hast. Und es würde mich interessieren und bestimmt auch viele andere, hast du die wirklich gegessen oder was hast du damit gemacht? Haha, okay, also alle Leute, die jetzt die Story nicht gesehen haben, hier ist nochmal ein Bild von der Libelle eingeblendet. Die Libelle sah richtig geil aus und die lag so am Boden und dann haben wir die geholt. Die hat natürlich noch gelebt, von daher haben wir nur ein Bild davon gemacht und die Story hochgeladen und dann nochmal freigelassen. Also gegessen habe ich sie nicht. Man hat ja auch gesehen, dass du Pilze gesammelt hast und Wasser aus dem Bach genommen hast und diese dann gegessen bzw. getrunken hast. Und hast du da irgendwelche Folgen gehabt, weil da können ja viele Bakterien drin sein. Hattest du Bauchschmerzen oder irgendwas oder ging es dir da komplett gut? Nein, nein, also mir ging es danach komplett gut, weil wir haben von den Pilzen her nur die Pilze genommen, die wir wirklich gekannt hatten. Also nicht jetzt irgendwelche unbekannten Pilze, weil das kann dann immer gefährlich werden. Von daher war ich mir da ziemlich sicher, dass man die ganz normal essen kann. Und vom Wasser her, das haben wir halt in einer Flasche gesammelt, aus diesem kleinen Bach raus. Und haben das dann abgekocht auf dem Topf. Das heißt, die Bakterien und alles war ja abgetötet. Vom Geschmack her hat es immer noch so geschmeckt, als würde man das gerade aus dem Bach raus trinken. Aber generell hatte ich keine Folgen davon und es hat alles gut funktioniert.
Boah, okay, dann ist ja zum Glück alles gut gegangen. Ich muss sagen, ich habe euren Unterschlupf gefeiert. Der sah voll gut aus, einigermaßen gemütlich sogar. Und das habt ihr nur mit Wolle und Ästen gebaut, ne? Ja, genau. Also wir haben uns die Äste zurechtgeschnitten, das Ganze mit Wolle befestigt, diesen Grundstamm, und dann Stöcke dagegen gestellt. Und das war eigentlich dann schon der fertige Unterschlupf. Boah, also krass. Riesenrespekt. Ich als Stadtkind das nicht hinbekommen, aber... auf jeden Fall geil. So, und als dann langsam die Nacht kam, ne, und es wurde dunkler und dunkler, wie sehr Angst hattest du auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, also auf einer Skala von 1 bis 10 kann man das eigentlich gar nicht so beschreiben. Ich sag mal, es war eher so, da ich ja zwei Kameramänner dabei hatte, beziehungsweise später noch ein dritter dazugekommen ist, hatten wir uns immer miteinander beschäftigt, hatten uns unterhalten und sind auch noch ein bisschen rumgelaufen. Und von daher hatte man gar nicht so viel Angst, weil man einfach so zu viert war, in der Gruppe drin, und dann war das gar nicht so schlimm. Schlimm wurde es erst, als dann die Kameramänner auch nach Hause gefahren sind und man dann alleine im Wald war, weil es hatte noch geregnet und man hört es überall tropfen und man hört überall Geräusche und Äste, und es ist einfach schlimm, wenn man dann alleine im Wald ist und die ganzen Geräusche hört und sich dann einbildet, okay, da könnte jetzt was sein. Und ich sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie du es gefragt hattest, als die Kameramänner noch da waren, war das eine 2 von 10, maximal 3 von 10, da hat man echt gar keine Angst. Aber als ich dann alleine war, dann ging das schon hoch auf eine 8 bis 9 von 10. Und da war man immer etwas vorsichtiger gewesen. Aber letztendlich, sobald man dann eingeschlafen ist und nicht von irgendwelchen Geräuschen wach wird, wie es ja mir auch passiert ist, geht es eigentlich, weil während dem Schlafen geht die Zeit schnell vorbei und man bekommt halt nichts mit, hat keine Angst. Ja. So, wir kommen langsam zum Ende des Interviews. Aber was mich nochmal interessieren würde, was war die allerkrasseste Erfahrung, die du in diesen 24 Stunden erlebt hast? Boah, okay, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Also, was Krasses an sich ist jetzt eigentlich nicht passiert. Ich sag mal, was krass war, ist natürlich, dass wir im Wald auf einen Clown getroffen haben. Hier eine kleine Einblendung. Nee, war natürlich nur Spaß. Also, was Krasses an sich ist eigentlich nicht passiert. Der ganze Tag war an sich krass, beziehungsweise es war eine Herausforderung, sich das Essen und sowas zusammenzusuchen, dass man dann auch mal aus dem Wald raus ist, auf dem Feld, um sich dann einen Apfel zu holen oder sowas. Aber generell war das Ganze eine krasse Erfahrung, die ich da gemacht habe. Nachts ist jetzt leider nichts passiert, also was heißt leider? Gott sei Dank, aber ich hätte vielleicht gerne auch gehabt, wenn da so ein Tier vorbeiläuft oder dass man das Ganze irgendwie filmen kann oder dass irgendwas passiert, was nochmal ein bisschen mehr Action gebracht hätte. Ist aber, ich sage jetzt einfach mal, Gott sei Dank nichts passiert, und von daher war das eine relativ ruhige Nacht, und ich würde jetzt sagen, dass ich irgendwelche krassen Erfahrungen gemacht habe. Es war halt an sich schon cool, dass man sich so um sich selber kümmert, das ganze Essen zusammensucht und abends auch kocht, versucht Feuer zu machen. Das hat jetzt auch nicht so auf den ersten Anhieb funktioniert, dass das Ganze gebrannt hat, dass man so die Pilze da drauf machen konnte. Aber letztendlich hat alles funktioniert und das Ganze war einfach eine richtig geile Erfahrung. So, und jetzt wirklich die letzte Frage, die mich und bestimmt auch deine Zuschauer sehr interessiert. Und zwar, können wir in Zukunft mit noch so krassen Projekten auf deinem Kanal rechnen? Okay, das war wirklich schon ein krasses Projekt. Ich sag mal, ich bin auch von einer Person angeschrieben worden, die gesagt hat, ey, warum sagst du nicht Bescheid? Ich hätte mit dir dort im Wald geschlafen. Und vielleicht kann man das noch in Erwägung ziehen, aber im Moment spielen die Temperaturen nicht mit. Vielleicht kommt nächstes Jahr im Sommer dann nochmal ein Video, wo dann noch jemand mit mir dort schläft. Aber wie du schon weißt, werde ich ja nach Hamburg zu dir fahren. Das bedeutet, wenn das Video hier online ist, Sonntag, werde ich schon in Hamburg sein, 2 Tage lang. Ich werde mit dem Motorrad hochfahren, das bedeutet vom Saarland nach Hamburg, hier mal auf der Karte eingeblendet. Das sind gute 7 bis 8 Stunden Fahrt, wenn man noch Pause macht oder so, vielleicht auch 9 Stunden. Und wenn ich dann abends wegfahre, komme ich irgendwann mitten in der Nacht an. Trotzdem versuche ich das Ganze zu meistern, und wir zwei werden dann auch noch mal coole Videos in Hamburg drehen. Ich war noch nie in Hamburg gewesen, werde mir die Stadt ein bisschen anschauen, und bestimmt kann man irgendwie in der Innenstadt ein paar Challenges drehen, und das sind so die nächsten Projekte, wo jetzt anstehen. Boah, sehr geil, da bin ich und ich glaube auch die anderen sehr gespannt und freuen uns auf diese Videos. Okay, genau. Also ich bedanke mich schon mal bei dir, dass du mir diese ganzen Interviewfragen gestellt hast, und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal von diesem Video hier. So, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte auf diesem Pandera Bros Channel. Vielen Dank. Die Endcard, würde ich sagen, aber macht jetzt Pascal, das ist ja sein Kanal. Ich bedanke mich herzlich. Link in der Beschreibung, da findet ihr meinen Kanal. Ich werde mit Pascal viele coole Zusammenarbeiten machen. Wird geil. Endcard, braucht man gar nicht viel zu sagen. Folgt uns auf Instagram und Snapchat. Dort bekommt ihr immer die Neuigkeiten mit, wie zum Beispiel die Story mit der Libelle und so.
Falls ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Video hier ein Like, schaut euch das Waldvideo an, wie ich eine Nacht dort schlafe, abonniert unseren Kanal, macht die Glocke an und ich würde sagen, das war's.